Guten Morgen. Schon häufig in den Kommentaren darüber diskutiert, aber nie ein eigenes Video zu dem Thema gewidmet. Heute geht es um das simple Thema: Wie verbessere ich die Welt? Was bedeutet es erst einmal aus meiner Sicht, die Welt zu verbessern? Den kleinen Nebensatz aus meiner Sicht bitte ich zu beachten, wenn es darum geht, dass ihr in den Kommentaren dann zu dem Thema eure Meinung schildert. Für mich ist eine Verbesserung der Welt bzw. die beste Welt, die ich mir vorstellen kann, wenn die Menschen sich alle gegenseitig lieben. Wenn Liebe allgegenwärtig ist, denn dann, esoterisch ausgedrückt, findet die universelle Liebe, also die Energie um uns herum, die alles ausmacht, auch göttliche Kraft, Quantenfeld oder mit irgendeinem konkreten Gottnamen versehen bezeichnet, dann findet diese universelle Liebe einen Kanal, sich mit den Menschen zu verbinden, und wir werden im Einklang eben mit den Dingen um uns herum leben. Und dabei ist es egal, ob wir dann eine höhere oder eine niedrigere Lebenserwartung haben oder technologischer Fortschritt forciert oder gestoppt wird. Die Welt ist dann, wie sie sein sollte, im Einklang. Kein unnötiges Blutvergießen mehr, kein Drang nach Recht haben, kein Wunsch nach Besitz und keine künstlich auferlegten Konventionen, sondern die ultimative Freiheit, sich seiner Natur entsprechend zu verhalten. Jetzt mag der Einspruch kommen, berechtigterweise, dass unsere Natur gar nicht so friedliebend und liebevoll ist. In der Tat war in der Anfangszeit der Menschheit der natürliche Fokus aufs Überleben gelegt, unser Geist noch relativ solide. Aber dieser Geist, und ich sage bewusst nicht unser Gehirn, sondern unser Geist, ist einer starken Evolution unterlegen. Unsere Natur heute entspricht nicht unserer Natur damals, und unsere Natur heute wird anders sein wie unsere Natur in 5000 Jahren. Und entsprechend rede ich davon, dass sich die universelle Liebe durch unseren Geist manifestieren wird. Das ist zumindest das Potenzial, was ich sehe. Und wenn ich von einer besseren Welt rede, voller Liebe, dann ist es eine Welt, die aktuell mit den Menschen, die jetzt gerade darauf wohnen, zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Aber daher ist auch die Thematik, die Welt zu verbessern, und zwar langfristig, ein Teil, ja, ein Teil des Bausteins der universellen Energie zu sein. Wir werden es alle nicht miterleben, diese Evolutionsstufe, aber bei der Verbesserung als solches entdecken wir im kleinen Teil in unserem Selbst und unserer Umwelt, wie diese Umwelt aussehen wird und auch wie sie sich anfühlen wird. Und das sagen wir mal ganz profan, das boostet unsere Lebensqualität. Der BWLer in mir sieht da sofort eine Win-Win-Situation, und entsprechend möchte ich nach dieser längsten Einleitung der Welt zeigen, wie ihr die Welt besser macht. Stellt euch vor, ihr seid ein sprudelnder Quell von Liebe, und in der Mitte der Quelle, also eurem Selbst, ist die Energie so stark, die Quelle, dass man sie ihr quasi nicht entziehen kann. Die Macht der Liebe. Das bedeutet, ihr liebt euch so sehr, dass ihr euch dieser Liebe nicht entziehen könnt. Erst wenn diese Selbstliebe eben so groß ist und ihr keinen Groll mehr gegen euch hegt, könnt ihr von dieser Quelle auch andere kosten lassen. Und Liebe wird mit Liebe genährt. Das bedeutet, kultiviert eure Selbstliebe als Quelle der Verbundenheit mit allem anderen. Lasst sie euch lieben, die anderen, und von eurer Quelle kosten. Umso intensiver die Liebe, eure Selbstliebe, umso häufiger diese Menschen von eurer Quelle der Liebe kosten können, umso mehr wird auch deren Brunnen der Liebe zu neuem Leben erwecken. Beobachtet einmal die Energie von frisch verliebten Menschen. Da sprudelt es so stark, dass man von dieser Liebe, wenn man selber ein offenes Herz trägt, angesteckt wird, ohne dass man irgendwie die Menschen kennt. Beobachtet kleine Babys, die aus dem Ursprung der universellen Liebe hervorgetreten sind und selber nichts als Liebe darstellen, bevor sie von der Gesellschaft einen Wert, einen Namen und eine Aufgabe bekommen. Lasst Menschen von der Quelle der Liebe kosten und ihre eigene Quelle entdecken. Und genau das bedeutet, die Welt zu verbessern. Im Kleinen Menschen zu inspirieren,
Menschen zu lieben und Menschen zu helfen. Diese Menschen werden, nachdem sie dadurch, dass sie ihre eigene Liebe entdeckt haben, eben diese Liebe weitertragen. Und so entsteht eine Dynamik, die sich immer exponentieller weiterentwickeln wird und irgendwann eben dazu führt, dass die Welt ein Ort der Liebe ist. Es bringt meiner Meinung nach nichts, seine universelle Energie zu verschwenden, indem man sich über die Ausprägungen einer derzeit kranken Gesellschaft kümmert. Natürlich muss man sie auf ein gewisses Maß beschränken, damit sie überlebt. Dafür haben wir die Politik, die nichts anderes ist als ein großer Konsens und uns eine gewisse Grundsicherheit schafft. Aber wie die genau aussieht und wie diese ausgestaltet wird, das ist unerheblich. Die sollte ein paar Grundrechte enthalten und die durch Angst und Schmerzen ausgelösten Handlungen von Menschen reglementieren. Jede demokratische Grundordnung macht dies. Und leider konzentriert sich viel zu viel der universellen Energie eines jeden auf die Kleinigkeiten, die mit der Ausgestaltung der Politik zum Beispiel zusammenhängen. Gerade wenn da noch Geld ins Spiel kommt. Ein unglaublicher Fresser unserer universellen Energie. Da wird um jeden Euro nächtelang gefeilscht und wer jemand fühlt sich ungerecht behandelt. Recht, auch ein Riesenfresser. Dieses System ist mittlerweile so fest in den Köpfen verankert, dass es nicht mehr im Großen bekämpft werden kann. Denn selbst diejenigen, die das aktuelle System kritisieren, haben auch wieder nur ein neues System im Kopf. Aber die universelle Energie, die lässt sich nicht in ein System, zumindest nicht in ein System, was unserem Denken zum jetzigen Zeitpunkt, was unser Denken zum jetzigen Zeitpunkt versteht, pressen. Daher kann man die Welt nicht verbessern, indem man ein System kritisiert. Schon gar nicht, wenn es eine demokratische Grundordnung ist. Wobei der Großteil, nicht alle, aber der Großteil der Systemkritiker ja nicht einmal eine bessere Welt vor Augen haben, dass sie ja nicht einmal wissen, was eine bessere Welt ist. Denn wenn mal ein System wirklich in Gänze gestürzt wird und ein neues System aufgesetzt wird, was passiert denn dann? Genau, dann kommen wieder welche, die das System nicht gut finden, die neuen Systemkritiker. Und das ganze Spiel beginnt immer wieder von vorne. Und sie fangen dann an rumzumosern und von einer gerechteren und besseren Welt zu reden. Und meint damit einfach in den meisten Fällen. Und dann kommen wir zum Kern der sogenannten Systemkritiker. Einfach nur die Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Verschwendet nicht Eure Energie, um Euch von diesen Blendern in den Bann ziehen zu lassen. Konzentriert Euch auf Euren Quell der universellen Energie und schafft im Kleinen eine wirkliche, perspektivische Veränderung, die dann eben das Potenzial hat, das ganze Systemdenken und die Rechthaberei in seinen Grundfesten zu erschüttern und wirklich etwas zu verändern, die Welt besser zu machen. Wirkliche Veränderung geht nur vom Menschen selber aus. Daher braucht sie auch so lange. Aber habt den Mut und die Leidenschaft, ein Teil davon zu sein und wirkliche Veränderung zu initiieren und zu generieren, anstatt einfach nur eure Energie in Unzufriedenheit und Kompensationshandlungen zu lenken, die das grundsätzliche Denken in Recht, Unrecht und richtig, falsch und damit das Leid der Welt symbolisieren, nur noch stabilisiert werden. Habt Mut, Toleranz zu leben, euch von euch beigebracht wichtigen Dingen wie Macht, Erfolg und Recht zu lösen, sondern lasst eure Liebe fließen in jeden Menschen um euch herum und seht, wie eure Umwelt Tag für Tag mehr aufblüht und die Menschen auf euch zukommen und sagen, hey, danke, dass es dich gibt, wo Menschen anfangen, sich wieder selbst zu lieben und Ängste zu besiegen, wo Menschen einen Schritt nach vorne machen und aus dem Kreislauf der chronischen Unzufriedenheit aussteigen, wo die Menschen das Leben leben, was ihrer Natur entspricht, eine Natur der universellen Energie, die in uns fest verankert ist und die wir nur noch nicht verstanden haben.
Lasst Euch auf diese Reise ein und gebt Eurem Leben einen Sinn. Denn der Sinn des Lebens, das ist das Leben selber. Aber eben nur, wenn man versteht, was es bedeutet oder zumindest fühlt. Sonst irrt man durch sein Leben ohne Halt und endet irgendwo als ängstlicher, depressiver Wurm, der sein eigenes Potenzial nicht erkannt hat. Zu diesem Thema etwas praktischer, selbstbezogener und vielleicht auch etwas greifbarer für die meisten von Euch empfehle ich mein Video, was es bedeutet, eigentlich seinen Traum zu leben. Ich wünsche Euch, dass ihr aus diesem Tag den besten Tag Eures Lebens macht und freue mich, morgen Euch das Rezept für meine Topinambur Traubenmedaillons inklusive einer kleinen Warenkunde kredenzen zu können. Macht's gut und lasst es krachen. Euer Christian. Tschüssi.